Hallo Leute, herzlich willkommen zu Technik for Fun. Ich bin William und was ich hier zu suchen habe, das erfahrt ihr jetzt. Im heutigen Video wird es über die Kanalveränderung gehen. Ich bin hier schön im Urlaub, am Strand, gerade ein schöner Sonnenuntergang, ich blende das gerade mal ein. Ja, ich bin der Niklas, ihr kennt mich ja von den Videos mittlerweile so ein bisschen. Das ist ja so mein Kanal, dieser Technik for Fun. Ich habe, glaube ich, 2014 damit angefangen und es ging sehr schleppend bergauf. Aber jetzt habe ich ja so meine 5000 Abonnenten. Ist auch echt eine ordentliche Zahl und ich finde es krass bei den Videos, die ich damals gemacht habe. Also das war ja echt keine Qualität, dass ich jetzt schon mal so weit geschafft habe. Also an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön. Ich hatte halt echt letzte Zeit wenig Zeit für so YouTube und so weiter. Und deswegen kamen so selten Videos. Um das Ganze jetzt ein bisschen zu verbessern, habe ich jetzt meinen Kumpel mit ins Boot geholt. Das heißt, wir werden dann jetzt zwei Leute den Kanal machen. Das heißt, einmal ich und einmal William. Er wird sich gleich auch nochmal vorstellen. Von daher wird es ein bisschen mehr Content geben. Ich hoffe, euch gefällt das. Ihr könnt dann ja gerne mal kommentieren, ob ihr das gut findet, ein bisschen mehr Content. Ich werde trotzdem noch meine eigenen Videos und Projekte weiterführen. Aber ich habe halt momentan echt wenig Zeit, da ich eine Ausbildung zum EGSler mache. Also wie ihr schon erfahren habt, ich bin William und bin 14 Jahre alt. Ich werde im November 15 und ja, mein Hobby ist Elektronik, genauso wie Niklas sein. Und ich und Niklas, wir haben uns vor, ich glaube, 2,5 Jahren kennengelernt. Übrigens erstmal hier im Hintergrund, ich bin gerade auch im Urlaub, so wie Niklas. Und zwar bin ich in Amerika. Ich und Niklas, wir haben uns vor 2,5 Jahren kennengelernt. Ich hatte da ein paar kleine YouTube-Kanäle, wo ich Minecraft-Videos gebracht habe. Aber das ist schon lange vorbei. Aber ich habe mich damals schon ziemlich für Elektronik interessiert, wusste aber so gut wie gar nicht. Man hätte mich fragen können, wie so eine Zange heißt. Und ja, ich weiß es immer noch nicht. Aber, ja, ich habe einen Kommentar unter Niklas Pell. Nee. Er hat, glaube ich, Potentiometer auseinandergenommen oder so. Auf jeden Fall hatte ich da so eine Phase, ich wollte alles per Drehrad steuern und ich wusste natürlich nicht, wie das geht. Bei mir gab es damit so zweipolige Schalter und ja. Und dann auf einmal dreipoliges Poti. Ich habe mir da einige zerschossen, die ich mir teuer bestellt habe. Niklas hat geantwortet und er hatte keinen Bock auf mich, das hat man gemerkt. Dennoch hat er sich dann wegen mir Skype geholt. Und wir haben über ein Jahr lang oft geskypt. Dann haben wir, hatte ich eine Klassenfahrt nach, sag ich jetzt nicht. Und ja, auf jeden Fall war ich dann da und bin an Niklas Ort vorbeigefahren. Also das Ortsschild stand auf der Autobahn. Und ich wusste schon, wo er wohnt, aber ich war noch nie bei ihm zu Hause. Und dann waren ein paar Tage später Sommerferien. Und ich glaube, eine Woche später habe ich ihn dann besucht. Wir haben es mit unseren Eltern abgeklärt, meine Mutter hat mich zu ihm gefahren. Und ja, dann haben wir gemerkt, wir haben echt viel gemeinsam. Wir sind genauso gestört, also wir haben dieselbe Behinderung, nichts gegen Behinderte natürlich. Dann, wir haben dasselbe Hobby, was am wichtigsten ist, und denselben Humor, aber das Hobby Elektronik ist am wichtigsten. Und von daher haben wir uns dann öfter getroffen und sind echt gute Freunde geworden. Und jetzt macht ihr halt beim YouTube-Kanal mit. Ja, also traut euch in den Kommentaren zu schreiben. Ich würde mal sagen, William erzählt am besten jetzt dann einfach mal selber, was er so machen wird. Nach den Sommerferien bringe ich auch noch ein neues Video. Das Ganze ist ein etwas größeres Projekt, was auch noch eine Zeit lang dauert, wo dann immer wieder Stück für Stück was kommt. Dafür gibt es auch schon einen kleinen Teil auf dem YouTube-Kanal, aber nicht von mir, von Niklas. Und vielleicht könnt ihr euch jetzt schon denken, was es ist. Ja, also das sind so die Veränderungen. Schreibt mal, was ihr davon haltet. Inwiefern ihr das jetzt schlecht, gut findet oder Eichhörnchen. Ja, wir machen hier eine Abstimmung. Gut oder Eichhörnchen. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann zeigt es bitte mit einem Like. Wenn es euch nicht gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist. Und fleißig kommentieren, wer hier neu ist, abonnieren. Es bleibt spannend, es wird spannender. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag und ciao.